Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays. Euer Swordy ist zurück mit einer neuen Folge R3E Carsten Tracks. Wie man hier sehen kann, heute auf dem Monster Circuit, im königlichen Park von Monster, dem Autodromo, die Monster, wie auch immer. Manchmal ist der Fisch ein kleines bisschen vergesslich, deswegen ist mir der genaue Name gerade schon wieder entfallen. Auf jeden Fall im königlichen Park von Monza, altehrwürdige Strecke. Mit dem P4-5 Competizione. Während das Ganze hier lädt, noch zwei, drei Daten, bevor ich es gleich wieder aus den Augen verliere. Die Strecke 5793 Meter lang, also knappe 5,8 Kilometer, in der jetzigen Variante. Die Strecke wurde ursprünglich eröffnet 1922, in Italien natürlich das Ganze. Wir machen jetzt heute, morgen und übermorgen die italienischen Tage. Dazu später nochmal ein wenig mehr. Die Strecke eben altehrwürdig seit 1950 wird hier Formel 1 gefahren. Und es wird eigentlich auch jedes Jahr... es wurde jedes Jahr in Formel 1 Rennen hier ausgetragen, mit Ausnahme von 1980, weil in dem Jahr die Strecke umgebaut wurde. Aua, fahren wir ruhig hinten rein, es ist in Ordnung. Ja, wir sind noch nicht sonderlich weit gekommen und haben schon den ersten Schaden weg. So gefällt mir das. Und auch das wieder ein Verhalten, das wir schon in der DTM Experience gesehen haben. Steht man einmal nicht richtig auf der Fahrbahn, kennt die KI nichts und hält drauf. Naja, wie dem auch sei. Königlicher Park von Monza, die Strecke Monza in der aktuellen Grand Prix Version. Das heißt mit der Bremsschikane nach der langen Start-Zielgeraden, mit der Bremsschikane nach dieser langgezogenen Rechtskurve und mit der Schikane, nachdem man unter der Steilwandkurve durchfährt. Ich denke, die einen oder anderen von euch werden ja die Strecke kennen. Seit 1950 in jedem Jahr hier ein Rennen, eben ausgenommen 1980. Vielleicht in Bälde schon nicht mehr. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, gab es Diskussionen, ob Monza nicht aus dem Kalender fliegt. Wäre natürlich sehr schade, weil das ist, Monza gehört einfach zur Formel 1, so wie Silverstone. Es ist einfach sehr, sehr klassisch, diese Strecke. Die Highspeed-Strecke schlechthin in der Formel 1. Was hatte ich gelesen? 360 km/h. Nein, das ist Höchstgeschwindigkeit. Braucht man sagen. Nee, die schnellste Strecke, nicht die schnellste Stelle. Die schnellste Stelle im Formel 1-Kalender befindet sich in Spa. Die lange Gerade dort ist, glaube ich, die schnellste Stelle mit über 330 km/h. Die Strecke hier, die schnellste im Kalender, was die Durchschnittsgeschwindigkeit angeht. Ach, 260, das könnte Sinn machen. 70% Vollgasanteil. Und jetzt eben die Strecke in der aktuellen Variante. Seit 1950 gab es auch schon ein paar verschiedene Varianten. Die ursprüngliche, die man jetzt heutzutage in dem einen oder anderen Rennspiel sieht, zum Beispiel Project Cars und Assetto Corsa, haben Monza auch in der klassischen Variante. Das heißt, ohne die ganzen Schikanen. Man würde dann in der klassischen Variante hier an der Stelle dem Asphalt folgen, also geradeaus fahren, wo diese Barrieren aufgestellt sind. So fuhr man 1960, allerdings ohne durch diese Poller zu müssen. Aber es geht mit dem Auto. Naja. 1950. Entschuldigung. Ich glaube, bis 1972 war die Strecke ohne Schikanen ausgestattet. Da fuhr man dann auch hier nach der langgezogenen Rechtskurve. Vollspeed. Immer weiter geradeaus. Man musste hier nicht durch die Schikane abbremsen, sondern dann ging es ein bisschen weiter links. Zielstrebig, geradeaus, genau so. Und dann runter auf diese Kurven. Da war auch noch keine Auslaufzone, sondern da standen die Mauern noch schön eng an der Strecke. So war das halt in der guten alten Zeit. Aber es war immerhin eine vollwertige Rennstrecke und auch damals schon die schnellste im Kalender. Auch nach dieser Geraden dann
früher keine Schikane. Nur wurden irgendwann die Autos zu schnell, weswegen man dann eben diese Bremsschikanen... Kommst du mal bitte weg von der Wand? Diese Bremsschikanen einbauen musste, um die Autos wieder etwas runterzubremsen. Auch hier, das war einfach nur eine... Ach, in Ferrari... In Test Drive Ferrari Racing Legends haben wir die Strecke auch. Genau. Naja, das war eben hier auch nur eine langgezogene Linkskurve und das kann man eben heutzutage, wobei könnte man eigentlich heutzutage schon alles wieder machen. Die Autos haben ja so viel Aerodynamik, dass es eigentlich keine großen Probleme mehr geben dürfte. Aber seit 1972 eben die Strecke mit den drei Schikanen drin und vorher mit nur 4-5 Kurven. Ansonsten nur langen Graben. Dann gab es 1900... Lass mich mal ganz kurz spicken. 55, 56, 1960 und 61 auch eine 10-Kilometer-Variante. Zwar fuhr man dann die Runde auf dieser Seite der weißen Linie an, in etwa. Und da ging es hier geradeaus. Ja, ja, ist in Ordnung. Lap was not valid. Hinter dieser Betonmauer lang. In die Stallwand, die man dort hinten Blick, die man hier hinten sehen kann. Das war dann die Streckenvariante, also es ging. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass man hier die freie Kamera zwar frei hat, aber eben nicht ganz frei. Sie bewegt sich ja immer noch an den Streckenbegrenzungen lang. Also es ging neben der Boxengasse entlang. Hier durch, rechts durch die Stallwand. Und diese ist dann eben hier durch den Wald verschwunden. Ich fliege ganz kurz die Strecke ab, wo sie wieder rauskommt. Entschuldigt diesen kleinen Exkurs. Ich komme auch gleich zum Auto, nur möchte ich noch zwei, drei Worte eben zur Strecke verlieren. Ich finde diese alten Varianten von Strecken immer schön und ich finde es schade, dass es diese 10-Kilometer-Variante eigentlich in keinem Rennspiel gibt, sondern dass das nur... Ich glaube, in einem Rennspiel hatte ich die mal gesehen, die war erstellt worden für Race 07. Naja, hier kommt eben die Steilwandkurve wieder raus, verschwindet dann hier hinten im Wald. Und fährt hier parallel zu der Strecke. Hier hinten kommt sie dann wieder raus, aus diesem Wald. Hier seht ihr noch die Überbleibsel diesen... Diese Steilwandkurve gibt es auch heute noch. Ist allerdings natürlich nicht mehr Stand der Technik und so weiter. Wurde auch wegen Gefahr abgeschafft. Also es gibt ja überhaupt keine Steilwandkurven mehr in der Formel 1. Früher gab es viele Steilwandrennen. Zu den Anfängen des Rennsports wurden viele Steilwände eingebaut, einfach weil man höhere Geschwindigkeiten erreichen konnte. Anstatt... Wenn man nicht beschleunigen muss, nicht bremsen muss, kann man natürlich irgendwie deutlich mehr Geschwindigkeit aufnehmen, weil man einen längeren Beschleunigungsweg hat. Deswegen gab es eben viele Steilwandkurven. Und naja, die Runde ging dann weiter. Man kam hier zur Linken raus und fuhr dann, hier war so eine kleine Trennwand, fuhr hier auf der Linken zum zweiten Mal in einer Runde an der Boxengasse vorbei, kam allerdings jetzt nicht in die Boxengasse rein, weil man zu weit weg war und eben noch eine Mauer dazwischen, und fuhr dann hier weiter geradeaus, den ganz normalen Kurs, dann eben auch hier. Ja, ich möchte da gerne drüber, danke. Dann eben nicht, okay. Dann fliegen wir halt außen rum. Also hier über gerade, ohne die Bremsschikane. Ach, jetzt lässt es mich schon wieder nicht raus. Hier ist das schlimm. Und entsprechend dann den Kurs ganz normal weiter. Auch hier nicht durch die Schikane, sondern mit Vollgas durch. Hier leicht abbremsen durch die rechts, nicht auf die in die Mauer knallen, die noch zur linken stand. Hier wieder voll raus beschleunigen. Und durch die weite Linkskurve. Ich habe nie verstanden, was das hier für ein Teil der Strecke mal war. Da geht es nämlich auch noch irgendwo so einen kleinen Shortcut vor der weiten Rechtskurve, geht es hier rein, kommt man da wieder raus. Habe ich nicht ganz verstanden, wie das früher mal gelaufen sein soll. Na egal. So sah eben dann die 10-Kilometer-Runde aus. Wenn man auf Start und Ziel zurückkommt, ist man dann wieder
direkt neben der Boxengasse und konnte somit also auch hier in die Boxengasse einfahren, während zur Linken dann eben die Leute aus der Steilwandkurve rauskamen und keinen Zugriff auf die Boxengasse hatten. So viel zu dem kleinen Exkurs. Finde ich immer sehr interessant, solche alten Streckenhistorien. Deswegen habe ich mir dafür gerade mal 2 Minuten Zeit genommen. Oder 3. Wurde nur 4-mal gefahren, soweit ich das weiß. Ich finde es schade, dass es danach nicht mehr gefahren wurde. In Zeiten der Werbebanner ist es sowieso eher unüblich, lange Strecken zu fahren, weil die Werbung dann seltener gezeigt wird. Weil alle schwach sind. Man möchte einfach nur Geld verdienen. Und das geht natürlich besser, wenn man weniger Personal abstellen muss, um die Strecke zu beobachten. Wenn man die Tribünen besser füllen kann, weil dort öfter Autos vorbeikommen. Ich reg mich darüber jetzt einfach mal nicht auf, sondern verliere ein paar Worte zu diesem Auto. Ja, jetzt bin ich noch nicht eine richtige Runde gefahren und schon stehe ich wieder hier. Und zwar haben wir hier einen P4-5 Competizione. Die Story ist kurz erzählt. Das Auto... Blick. So, jetzt aber. Das Auto, eigentlich der P4-5, war eine Auftragsarbeit von einem reichen Amerikaner, glaube ich, ausgeführt von Ferrari in Kooperation mit Pininfarina. Wunsch war, so ein paar klassische Autoelemente oder Ferrari-Elemente mit einfließen zu lassen. Das Ganze hat ihn dann, glaube ich, 3 Millionen Dollar gekostet. Das war 2006, wenn mich nicht allzu vieles täuscht. Ja, Basis war ein Ferrari 430. Und das Ganze eben an eine Auftragsarbeit, ein Einzelstück. Und 2011, also 5 Jahre später, hat man sich dann irgendwie entschieden, daraus machen wir ein Rennauto. Da war allerdings Ferrari nicht mehr an Bord. Dafür basiert auch dieses Teil nach wie vor auf dem Ferrari 430. Hat auch den Motor unter diesem Heck, den Motor, den V8 von dem Ferrari 430, wo steht es, mit 750 PS, Baujahr eben 2011, 1050 Kilo Leergewicht, Heckantrieb, das ist ein Motor, der aus der GT2 Kategorie entnommen wurde, also aus dem Ferrari, Ferrari 430 GT2. Schon ganz potent das Teil, ist glaube ich auch nur ein Prototyp, der fuhr auch bei den 24 Stunden am Nürburgring mit. Wie er da abgeschnitten hat, kann ich euch leider gerade gar nicht sagen. An Daten ist das eigentlich jetzt auch erstmal das. Ich werde euch übermorgen in Assetto Corsa dieses Fahrzeug noch einmal zeigen, damit ihr dann auch mal vergleichen könnt, wie es denn so die grafische Aufmachung dieses Fahrzeugs in R3E, wie ist die in Assetto Corsa, gibt es irgendwelche Unterschiede, auch klanglich, wobei die Daten sprechen davon, dass diese Variante, die wir hier gerade sehen, 750 PS hat und die in Assetto Corsa gerade mal 470. Dabei ist sie dann auch noch schwerer. Naja, könnte also dann ein anderer Motor unter der Haube schlummern. Ich weiß es nicht, wir werden es aber dann sehen. Ich möchte es einfach nur als Vergleichsmöglichkeit mal anbieten. Wir haben mittlerweile in Assetto Corsa zwar auch die Strecke Monza, allerdings wird Assetto Corsa dann in Imola gefahren, was ihr dann wiederum mit F1 2013 vergleichen könnt. Deswegen die Italia-Tage. Ich möchte einfach zwischen diesen drei Spielen mal ein bisschen Vergleichbarkeit schaffen und daher ein bisschen ähnliche Auswahl treffen. Zu dem Auto an sich ist gar nicht mehr so viel zu sagen. Man sieht hier und da doch so ein paar typische Ferrari-Ansätze, aber man sieht auch, dass es eben ein Rennprototyp ist. Viel Carbon. Ein relativ kleiner Flügel, erstaunlicherweise. Also da haben wir schon deutlich Besseres gesehen. Also das heißt deutlich Besseres, einfach nur deutlich Größeres. Aber an sich
auch ganz schnuckelig und soll wohl eine richtig tolle Rennmaschine sein, die richtig Spaß macht. So hatte ich das in irgendeinem Kommentar gelesen. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin jetzt, glaube ich, oft genug um das Auto herumgeschlichen, habe es von allen Perspektiven gezeigt, sodass wir auch wieder in das Cockpit zurück können und uns dort nochmal kurz umschauen. Wir haben ein relativ modernes, können wir auch so hektisch zu agieren, modernes Lenkrad mit Schaltdioden. Sieht sehr hübsch aus. Ein paar vielen Knöpfen, finde ich. Was haben wir denn? Page für die, dieses Cockpit-Display. Scheibenwischer. Slip, würde ich mal sagen, Traktionskontrolle. Mit Gain kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Map müsste dann Motor-Mapping sein. Pit-Knopf, der gelbe, zur rechten. Trinkflasche und Reset. Ja, wahrscheinlich zum Fahrzeug neu starten, die Elektronik mal kurz resetten. Die hängen sich ja manchmal leider auf. Das Auto ist innen drin eher unübersichtlich. So war mein Eindruck, als ich das erste Mal dann drin saß. Man hat so eine runde Kuppel, aber das Einzige, was man als Fahrer sieht, ist eigentlich dieser Überrollkäfig. Das ist schon ein bisschen beengend. Aber egal, als Rennfahrer darf man nicht so zimperlich sein. Was haben wir denn hier noch so an schönen Schalterchen? Hier anscheinend der Ganghebel. Ja, das heißt, ich müsste eigentlich auch anders schalten. Dann versuche ich das doch gleich mal richtig zu stellen. Genau. Jetzt schalte ich auch über den... Hallo? Ach, das ging ja nicht. Nee, dann lassen wir das mal sein. Muss ich irgendwann mal dran denken, dass ich das in den Einstellungen umstelle, weil ich kann ja bei meinem G25 auf dem Shifter auch dieses nach hoch und runter schalten machen, so wie das eben in diesem Fahrzeug auch wäre, nur ist das irgendwie falsch eingestellt. Ich komme nur in den ersten und zweiten Gang und damit hat es sich, das bringt mich dann nicht sonderlich weiter. Muss ich nochmal durch die Einstellung gucken, wenn ich dran denke. Wir haben hier irgendwie Start, Zündung, Scheibenwischer, ach, sogar Blinker haben wir. Naja, gut, für 24-Stunden-Rennen ist das sicherlich nicht verkehrt, von wegen, ich lass dich überholen und ich zeig dir an, wo ich hinfahre, damit du mir nicht aufs Heck krachst. Dann Traktionskontrolle, Radio, ach so, die üblichen Kleinigkeiten. Relativ aufgeräumt, ziemlich aufgeräumt und auch ausnahmsweise mal relativ übersichtlich angeordnet, das ganze Zeug. Hier noch eine Lüftungsklappe, das war aber auch die einzige. Es ist halt ein Rennwagen. Ich würde gerne mal in das Cockpit der Straßenversion gucken, also dieses Prototyps. Das sieht bestimmt ganz interessant aus und dürfte auch relativ edel gemacht sein. Immerhin hat das Teil ja 3 Millionen gekostet. Aber das hier ist halt ein typischer Rennwagen, eine typische Rennmaschine. Genauso sieht es aus und auch genauso soll es aussehen. Und ich würde sagen, nachdem wir nun 12 Minuten mit Streckenvorstellungen, Autovorstellungen zugebracht haben, bringen wir noch ein paar Runden mit Soundvorstellungen zu und drehen ein paar schnelle Runden, beziehungsweise versuchen es. Ihr wisst ja, dass meine Runden des Öfteren nicht so schnell sind. Aber ihr könnt jetzt hier sehen, wie ich die Karre in die Wand setze. War natürlich nicht beabsichtigt. Nein, ihr könnt hier sehen, dass die Sicht in dem Fahrzeug doch relativ eingeschränkt ist. Wir haben wirklich so gut wie nichts als den Überrollkäfig um uns herum. Oh, da kommt die Gegner. Nicht hauen, aua. Ich war da schon zur Seite. Also, wo da überhaupt der Kopf noch Platz hat, das ist schon eine Frage an sich. Direkt links neben dem Schädel der Überrollkäfig, das hat man in anderen Autos eigentlich nicht. Das macht diese Kanzelform, die so anscheinend einem Militärjet entnommen ist, die haben ja üblicherweise solche Kanzeln. Das ist, wäre für mich eigentlich schon ein bisschen zu beengt. Aber gut, als Rennfahrer darf man eben nicht wählerisch sein und wenn das Ding dafür umso mehr Spaß macht, dann nimmt man das auch, glaube ich, gerne in Kauf. Ich bin jetzt mal eine Runde ruhig, um euch den Motorsound genießen zu lassen.
viel zu dem Thema. Ich glaube, ich habe mich gerade ganz dezent verbremst. Und das kommt davon, wenn man ohne Traktionskontrolle fährt. Wie immer, Fahrhilfen allesamt aus, Get Real Modus. Das heißt, ja. Man muss mit dem Auto dann schon sorgfältig umgehen, sonst dreht es sich so wie jetzt weg. Und macht dann einfach nicht mehr, was es soll. Eigentlich jedes Mal, da kriege ich nie den richtigen Bremspunkt hin. Das Objekt da vorne, der Ruf CTR3 müsste das jetzt gewesen sein, sollte dann für das nächste Mal zum Einsatz kommen. Wenn ich mich recht entsinne, war das der Wunsch. Fahr doch mal, mach doch mal. Jawohl, machen wir dann auf der Strecke Zandvoort. Wie auch immer man das ausspricht. Die Holländer unter euch können das ja auch vielleicht mal in die Kommentare pinseln. Der Ruf CTR3 dann eben in Holland. Passend zu dem DTM-Rennen, das wir ebenfalls in Zandvoort fahren werden. Da denke ich, sollte das auch ganz gut klar gehen. Komm doch mal rum mit der Kiste hier. Hey, Titi. Also das ist so ein Auto, das ich eigentlich ungerne fahre. Es ist mir irgendwie zu nervös auf der Hinterachse, zu nervös auf der Vorderachse. Es ist halt kein LMP, es ist auch kein Formel-1-Fahrzeug. Es ist ein Straßensport, nein, noch nicht mal Straßensportwagen. Es ist eigentlich schon ein richtiger Rennsportwagen, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie komme ich mit den Dingern, die große Flügel hinten, große Flügel vorne haben, deutlich besser zurecht, weil einfach mehr Grip vorhanden ist. Gestern gab es ja die Wagenvorstellung der DTM Experience bei mir auf dem Kanal. Mit der Bitte, dass ihr unter dem Video dann schreibt, was ich in der nächsten Saison für ein Fahrzeug fahren soll. Da würde ich euch nochmal bitten, sofern ihr eure Stimme noch nicht abgegeben habt, schaut mal in das Video und tut eure Meinung kund, damit wir gemeinsam für die nächste Saison dann das Passende raussuchen können. Und jetzt versuche ich es doch mal mit einer Runde ruhig sein. Das ist immer etwas schwierig bei mir. Runde. War abzusehen. Auch wenn ich Monza-Strecke relativ schön finde. Lieblingsstrecke.
Strecken wird das Ding irgendwie nie zählen, weil ich kann es nicht. Pro gültiger Runde brauche ich ungefähr 4 bis 5 Anläufe. Weil ich mich in irgendeiner dieser drei Bremsschikanen total verzettel. Ich hatte euch vorhin noch genannt die Test Drive Ferrari Racing Legends. Wenn ihr das gerne als Karriere sehen wollen würdet, das ist ein Spiel von den Slightly Mad Studios, welche jetzt Project Cars entwickeln. Und ist noch relativ frisch, wobei es ist eine Portierung von der Konsole. Das heißt, die Grafik ist jetzt nicht die beste, weil die Konsolen ja noch letzte Generation sehr schwach auf der Brust sind im Vergleich zu modernen PCs, deswegen eben da dann auch meist schwache oder schlechtere Grafik. Bietet einen Karrieremodus, wo man mit alten Ferraris bis hin zu neuen Ferraris gewisse Aufgaben meistern muss, also kleine Rennen fahren oder kleine, ja doch, Teilrennen im Prinzip, also mal ein, zwei Runden fahren auf einer Strecke oder mal eine halbe Runde und dabei versuchen, Positionen gut zu machen oder sowas. Ganz amüsant. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt mir das bitte hier in die Kommentare. Dann werde ich das ins Programm aufnehmen, sofern es mir die Zeit erlaubt. Dann können wir nämlich auch Monster in der alten Variante zum Beispiel mal sehen, allerdings auch in der 5, irgendwas Kilometer Variante. Und eben viele, viele alte Ferraris, nur Ferraris logischerweise. Und da von den Anfängen über auch alte Formel 1 Boliden bis hin zu dem modernen Wägelchen. Ziemlich vieles dabei, fahren sich relativ unterschiedlich, sind hübsch anzusehen, weil man solche alten Autos ja eher selten in Rennspielen sieht. Von daher, wenn ihr Interesse daran habt, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare, dann können wir das auch noch mit aufnehmen. Ihr seht schon, wie viele Anläufe ich jetzt brauche, um eine gültige Runde mal hinzukriegen. Das ist absolut nicht der einfachste Kurs für mich. Da gibt es deutlich einfachere. Ja, muss ich hin, da. Wobei es noch relativ ordentlich aussieht, das Vehikel. Dann bleiben wir doch gleich mal für die nächste Runde in dieser Ansicht. Wird dann zwar auch wieder mal keine gültige Runde, aber was macht das schon? Ihr könnt aber dann einfach mal den Sound erleben. Der ist ja an diesem Auto wirklich nicht schlecht. Das macht gut Spaß. Wenn man das Auto denn gerade halten könnte, würde es auch Spaß machen. Ach, es ist nicht einfach zu fahren. Aber es hört sich gut an.
Ich weiß es nicht. Irgendwie das Anbremsen ist hier so eine Sache, wo dann das Heck einfach mal rumkommt. Ich bremse einfach falsch, ich vermute es. Dafür geht das Heck dann beim Beschleunigen auch schön raus. Ja, jetzt kommen die anderen. Geh doch ins Setup. Stell doch den Flügel hoch, wenn der Meinung ist, das hilft. Wenn ich erstmal vorher bei jedem Fahrzeug irgendwas groß einstellen muss, würden diese Folgen hier doppelt so lange dauern. Zumal ich, wie ich schon erwähnt habe, kein großer Setup-Experte bin. Das Einzige, was ich relativ sicher verstellen kann, ist der Heckflügel. Aber das bringt auch nur im gewissen Rahmen etwas. Diesem Auto fehlt irgendwie an anderer Stelle noch das passende Setup. Das sollte aber jetzt mal eine Beule geben. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde auf der Strecke, okay, davon fahren wir gerade mal eine Viertelstunde. Aber wir haben bisher noch nicht eine gültige Runde und auch die ist schon wieder ungültig. Also das Auto ist irgendwie so ein bisschen dievenhaft, von wegen, ich mach was ich will und du kannst gucken, wie du klarkommst. Ja. Dann schauen wir halt, wie wir klarkommen. Und versuchen dich irgendwie zu zähmen, kleine Diva. Man sollte den Bremspunkt natürlich noch halbwegs richtig erwischen, sonst wird das alles nichts. Der nächsten Folge fahren. Ja, hier geht es deutlich schneller durch. Ich weiß, aber wenn man hier ein kleines bisschen zu sehr über diese grüne Fläche fährt, diese lackierte Fläche, hat man sofort eine ungültige Runde. Die Formel 1 Wagen draußen darüber mit dem kompletten Fahrzeug und hier kriegst du dann, sobald du
Auch nur mit dem Rad drauf kommst schon eine ungültige Runde. Deswegen bin ich höchst vorsichtig. Versuche jetzt einfach endlich mal eine Runde nach Hause zu bringen. Dass sie nicht sonderlich schnell ist, das ist mir klar. Aber ich habe immerhin mal eine Zeit stehen. Ja! Entschuldigung. Das war's wieder. Hey, hey, hey. Also Auto und Strecke, beides für mich nicht das Richtige. Aber egal, ich denke, ihr habt so trotzdem ein bisschen euren Spaß dran, weil die Strecke an sich ja wirklich sehr schön ist und das Auto auch. Und sowas kriegt man nun, wobei, ich wollte es sagen, sowas kriegt man nun nicht allzu oft zu sehen. Wir werden es ja nachher noch, beziehungsweise übermorgen in Assetto Corsa sehen, das Auto. Die Strecke gibt es ja auch in Formel 1 2013. Von daher kriegt man da alles schon relativ häufig zu sehen, nur es wird einem eigentlich so nicht irgendwo gezeigt auf irgendeinem Kanal. Zumindest ist es mir bisher nicht untergekommen. Eine Handbremse hat das Auto nicht. Fragt mich nicht, warum ich das gerade ausprobiert habe. Deutlich über 300, also wir kamen jetzt auf 318. In Assetto Corsa ist das Teil mit 260 angegeben, aber eben dort auch nur 470 PS statt hier 750. Und ich denke, also bin ich. Wer sagte das doch gleich? Ich denke, also bin ich. Sokrates? I think, therefore I am. Naja. Ihr werdet von mir keine allzu schnellen Runden mehr zu sehen bekommen. Ich komme wirklich mit der Kombination Auto und Strecke nicht so super klar. Ich finde beides toll, aber ich fahre beides nicht gern. Naja. Nachdem ich nun die Information zur Strecke dagelassen habe, die Information zum Auto dagelassen habe, euch ein paar Runden gezeigt habe, das Cockpit gezeigt, das Auto gezeigt, den Sound präsentiert habe, denke ich, können wir es auch für diese Folge wieder belassen, oder hiermit für die Folge belassen. Beim nächsten Mal wird es dann eben den Ruf
CTR3 in Zandvoort geben, im Rahmen des Zandvoort-Renns der DTM Experience. Als nächstes hüpfe ich zu Assetto Corsa mit dem gleichen Fahrzeug, dann allerdings in das italienische Imola, wo ich dann auch das Formel 1 Rennen der Formel 1 2013 Classics Folge fahren werde, dann mit einem 90er Jahre Ferrari. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, zumindest bei der Folge, oder das Auto bewundert oder was auch immer. Euch über meine Fahrkünste kaputt gelacht, auch das wäre in Ordnung. Wenn ihr irgendwie eines davon, wenn ihr sagt, ja, eines davon hatte ich, irgendwie ein bisschen Spaß war dabei, gefallen hat es mir schon, gebt mir ein Däumchen nach oben. Bitte auch ein Abonnement, wenn ihr der Meinung seid, die Videos taugen was. Dem möchte ich gerne weiter folgen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo draus macht und wenn ihr es euren Freunden weiter erzählt, von wegen, hey, das 4D, der macht Content, den kann man sich durchaus anschauen. Ich habe jetzt schon einige lobende Kommentare gelesen. Dafür sehr vielen Dank. Mittlerweile sind wir auch bei über 70 Abonnenten. Auch hierfür einen herzlichen Dank. Wir sind gerade mal 3 Wochen on air und jetzt schon bei 70 Abonnenten, knapp 7000 Aufrufen meiner Videos. Das gibt doch Mut und zeigt, dass es nicht ganz verkehrt sein kann, was ich hier treibe. Von daher vielen Dank an alle, die mich bis hierhin begleitet haben und die mich auch weiterhin begleiten. Und vielleicht schaut ihr dann gleich rein. Gleich heißt für euch morgen in F1 2013 Classics 90er Ferrari in Imola oder übermorgen in Assetto Corsa, der gleiche Wagen wie hier, P4-5 Competizione, auch in Imola. Und denkt an eure Hausaufgabe, wenn ihr das Spiel Test Drive Ferrari Racing Legends sehen wollt im Karrieremodus, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich mich darum kümmern, das ins Programm aufzunehmen. Und ansonsten würde es mich aber freuen, euch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen und verabschiede mich eben bis zu selbigen. Bis dahin, euer Swordy.